Hallo zu einem neuen veganen Food Diary am Food Friday. Wie ihr sehen könnt, sind wir wieder in der gewohnten Umgebung in Hamburg. Wir sind zurück aus dem Schwarzwald, aber ich habe natürlich, wie versprochen, noch ein Food Diary aus unserem Urlaub. Das ist allerdings so ein bisschen gemischt mit noch ein paar Sachen, die wir dann hier noch verspeist haben nach unserer Ankunft, die dann aber auch sehr simpel waren, weil wir noch nicht einkaufen waren. Auf jeden Fall habe ich euch wieder mitgenommen durch unsere letzten Wochen und euch auch so heute ein bisschen gezeigt, wie wir das Ganze zubereitet haben. Und ihr werdet außerdem noch einige Produkte von Your Superfoods in diesem Video wiederfinden. Ihr wisst ja, die integrieren wir wirklich täglich in unsere Ernährung, also sei es jetzt die Mixe oder auch die Riegel, die lieben wir sehr und da gibt es ja ganz viele verschiedene Sorten, das bestimmt für jeden und jede was dabei ist. Und was wir daran halt so lieben ist, dass man erstmal sozusagen nicht alle Zutaten, die da immer drin sind, einzeln kaufen muss. Das heißt, es sind immer schon fertige Mixe, wo dann halt verschiedene Zutaten drin sind, sodass man sich immer nur eine Sache aus dem Regal holen muss und die dann direkt verwenden kann. Und so kann man sich halt richtig schön viele Nährstoffe reinballern am Tag, dass man da auch gut versorgt ist. Da gibt es dann zum Beispiel auch veganes Proteinpulver, also allgemein sind auch alle Mixe vegan, glutenfrei, haben keine Zusatzstoffe oder irgendwelche Süßungsmittel mit drin und sind auch sojafrei. Und da gibt es dann zum Beispiel auch veganes Proteinpulver oder auch so Produkte, die dann halt gut für die Haut sind, für die Verdauung oder halt viel Energie geben. Ich packe euch da wie immer auch gerne den Link einmal in die Infobox rein und ihr spart auch wie immer 15% auf das gesamte Sortiment mit super-Ziska15. Aber jetzt geht's erstmal los mit den ganzen Leckereien aus den letzten Tagen. Tatsächlich kriegt Marco heute mal Müsli zum Frühstück, also die süße Version. Und ich habe mir Brote gemacht, da hatte ich irgendwie sehr Lust drauf. Also bei Marco habe ich einfach so kernige Haferflocken vermischt mit dieser fertigen Kernemischung, die ich mir immer mitnehme oder uns, wenn wir in Urlaub fahren, mit so verschiedenen Kernen und Samen und vielleicht auch Nüssen drin. Dann kam mir noch eine Banane mit drauf, also so in Scheiben. Dann hatten wir noch Tiefkühlhimbeeren und das Ganze habe ich mit Haferdrink aufgefüllt. Ein paar Hanfsamen sind noch drin und dann kam noch so eine geröstete Mandelnussbutter oben drauf mit etwas Salz drin, auch mega lecker. Und jetzt hier dieses Pulver, das ist der Plant-Kollagen-Mix, der schmeckt auch so richtig lecker vanillig, deswegen gebe ich den immer sehr gerne zu süßen Sachen so mit dazu. Da sind auch sehr leckere und gesunde Sachen mit drin, die auch sehr gut für die Haut sind. Den habe ich jetzt hier auch mit auf mein eines Brot drauf gegeben und zwar auf der süßen Seite sozusagen. Und zwar habe ich einmal ein Schwarzbrot mit der Nussbutter beschmiert und ein paar Bananenscheiben raufgelegt, dann den Plant-Kollagen-Mix drauf gemacht und dann auch noch ein paar Hanfsamen drüber gegeben. Und hier auf der anderen Seite ist so ein Walnuss-Tomaten-Aufstrich drauf und dann noch ein paar Gurkenscheiben und auch etwas Pfeffer, also die herzhafte Variation. Und das kommt jetzt mit auf den Balkon für unser morgendliches Frühstück mit Ausblick. Heute ist es richtig schön draußen, also mega warm und strahlend blauer Himmel. Deswegen fahren wir gleich an den See und Marco hat uns hier ein paar Snacks bereitgelegt, wie zum Beispiel so Gemüsechips, dann auch Maiswaffeln, ein paar Äpfel hat er geschnitten. Da hatten wir von unserer Vermieterin noch richtig lieb so Kirschen und Erdbeeren bekommen, die haben wir einmal gewaschen. Dann haben wir hier Brezeln, die ich mit einem Zopfgummi zugemacht habe, weil wir irgendwie keine Gummibänder da haben. Und dann haben wir hier zwei von unseren liebsten Riegeln, einmal Chocolate Lover, die sind auch so ganz simpel in den Zutaten, also wirklich nur mit Datteln und Nüssen und dann halt diesen Mixen drin. Und der hier Golden Mellow Bar ist auch richtig gut, weil der so ein bisschen Pumpkin Pie mäßig schmeckt auf jeden Fall. Oder eigentlich eher wie so ein goldene Milch eigentlich. Also auch so ein bisschen scharf mit Kurkuma und Ingwer drin. Heute ist bei uns Pasta Night. Ich habe uns solche Lupinennudeln gekocht. Die sind aber, glaube ich, auch mit Dinkelmehl gemischt. Also mal gucken, wie die schmecken. Und dazu gibt es eine Dreamy Creamy Soße. Und zwar habe ich dafür erstmal Zwiebel und Knoblauch klein geschnitten. Und auch einen Block Räuchertofu. Die finde ich auch immer super lecker, so ein bisschen als Speck Würfelersatz sozusagen. Und dann habe ich außerdem noch ein paar Pilze in so kleine Stücke geschnitten. Und das Ganze habe ich dann in etwas Kokosöl angebraten. Und dann kam da noch etwas frischer Spinat mit rein. Der ist allerdings sehr eingegangen. Also wenn man den kocht, dann fällt er ja immer sehr ein. Am Ende bleibt kaum was übrig. Und das Ganze habe ich dann mit etwas Kokosmilch abgelöscht. Also sogar mit einer ganzen Dose. Und dann kam noch Apfelessig mit dazu. Salz und Pfeffer und noch etwas ungesüßter Sojajoghurt. Und jetzt hier am Ende habe ich das alles in Schüsseln gegeben. Und dann außerdem noch mit ein paar Hanfsamen getoppt. Die sind auch super für gesunde Fette und auch Proteine. Und mal schauen, wie das schmeckt. Also ich probiere ja meistens nicht, wenn ich irgendwas koche, aber es sieht auf jeden Fall sehr lecker aus, finde ich. Also ich glaube, auf der Rückfahrt wird uns auf jeden Fall nicht langweilig werden. Wir könnten wahrscheinlich durchgehend essen. Ich habe uns hier erstmal zum Frühstück so eine Art Birchermüsli gemacht. Also erstmal ist da pro Dose eine sehr reife Banane drin. Die habe ich erstmal so ein bisschen zermust und dann kamen da noch so Kerne mit dazu. Ich habe so eine Kernmischung mitgenommen mit Leinsamen, Chiasamen, Kürbiskernen, Sonnenblumenkernen und Sesam und
und sowas. Das kam damit zu, habe ich alles vermischt und dann kam da noch ungesüßter Sojajoghurt mit hinzu und noch eine Prise Salz. Dann außerdem der Plant-Kollagen-Mix, der schmeckt ja wie gesagt so richtig schön vanillig und macht das Ganze noch ein bisschen cremiger und lecker und auch leicht süßlich. Und obendrauf habe ich jetzt noch ein paar Beeren aufbrauchen können. Wir hatten nämlich noch im Tiefkühlfach hier Blaubeeren und auch Himbeeren. Und dann ganz als letztes als Topping habe ich jetzt hier noch etwas Nussbutter aufgegeben. Es ist auch aufgebraucht, was ganz gut ist, und zwar so geröstete Mandelbutter mit einer Prise Salz drin. Dann geht es hier weiter mit herzhaften belegten Broten. Also wir haben jetzt hier noch so ein Sauerteig-Roggenbrot gehabt, das habe ich aufbrauchen können. Und dann hatten wir noch diesen gelben Aufstrich, der ist mit Linse Curry. Und dann das rote, was jetzt hier bei Markus Scheiben mit drauf ist, ist Eiwart. Das ist auch so eine Gemüsepaste und die ist hier extra scharf. Deswegen habe ich die jetzt mal nicht bei mir rauf gemacht, aber er mag das ja sehr, sehr gerne. Und das Brot schmeckt auch super gut. Sauerteig ist ja sowieso sehr gesund, werden wir zu Hause auch wieder fleißig backen. Dann haben wir hier an der Seite noch ein paar Äpfel und auch frische Erdbeeren. Die haben wir gestern noch gekauft. Mal gucken, ob wir die überhaupt noch essen, sonst kommen die einfach mit nach Hause. Und dann hier als letztes habe ich uns noch so eine Art Bowl gemacht. Die können wir dann so zweit essen, wenn wir es schaffen. Und zwar habe ich dafür einfach so eine fertige Bulgur-Couscous-Mischung mit heißem Wasser und noch Erbsen aus dem Tiefkühlfach übergossen. Das konnte jetzt ein bisschen quälen. Da habe ich auch noch was von der Kernemischung reingetan. Und das war sowieso schon so halbwegs fertig gewürzt mit Salz und Pfeffer und so getrockneten Tomaten und sowas drin. Ich habe aber auch noch ein paar Oliven da reingeschnibbelt und dann Apfelessig mit dazu gegeben und noch den Rest ungesüßten Sojajoghurt. Und obendrauf kam jetzt außerdem noch frisch geschnittene Paprika in Rot und Gelb. Dann haben wir hier noch einen übrig gebliebenen Riegel, den wir uns dann wahrscheinlich noch teilen werden. Wir sind zurück und ich habe uns gerade mal einen Iced Green Latte gemacht mit so Hafer-Barista-Drink. Also der ist ja auch schon so ein bisschen süß. Und weil wir jetzt nicht so viel frisches Obst und Gemüse zu Hause haben, mache ich uns immer ganz gerne auch diesen Gut-Feeling-Mix. Der ist einfach super lecker und ich finde, der ersetzt so ein bisschen diesen frisch gepressten Selleriesaft. Und das ist halt so eine richtig leckere Kombi, wenn man da jetzt nicht so Lust drauf hat, den irgendwie täglich selber frisch zu pressen. Auch so richtig schön erfrischend. Und dann tue ich immer noch ganz gerne was von dem Super Green Mix damit rein. Den nehme ich auch auf jeden Fall täglich, weil man dadurch halt super viele gesunde Nährstoffe und halt so Grünzeug reinbekommt. Hui, ich bin gerade mit Kücheputzen fertig und habe mir jetzt mal einen kleinen Nachmittagssnack gemacht. Und zwar habe ich hier mein liebstes Brot, das eigentlich nur aus Körnern besteht, also ohne Mehl oder Hefe. Und habe ich jetzt obendrauf einfach eine halbe Avocado gegeben und die so ein bisschen platt gemust. Und dann habe ich noch etwas Kalanamak-Salz dazu gegeben, damit das Ganze so ein bisschen fast schon rührei-mäßig schmeckt. Also es hat halt so einen leichten oder eigentlich schon sehr starken Eigeschmack. Dann kam noch Pfeffer mit drauf, also wirklich sehr, sehr simpel, aber eine meiner absolutesten Lieblingskombis. Heute gibt es mal ein richtig random Abendessen. Wir hatten nämlich eigentlich keine Lust zu kochen und zu backen, haben jetzt aber irgendwie doch beides gemacht. Und zwar kam einmal in den Topf Tiefkühlbrokkoli und Erbsen zusammen mit solchen gefüllten Teigtäschchen mit Gemüse gefüllt. Also sind solche Dumplings, die brauchen auch irgendwie nur 3 Minuten. Dann dazu gibt es einmal gebackene Brezel und Laugenbrezel. Jetzt sind die auch aufgebraucht und dann einfach zum Dippen oder zum Draufstreichen pflanzliche, also vegane Margarine. Ich überlege jetzt noch hier vielleicht so eine Sweet Chili Soße oder Sriracha drauf zu tun. Und das ist dann sehr simpel, aber ich finde ja super lecker. Manchmal braucht man gar nicht so mega fancy essen, finde ich. Marco hat uns Wassermelone zum Frühstück geschnitten. Die sieht auch richtig schön pink aus. Wir achten bei der Schale immer darauf, dass da so ein großer gelber Fleck ist. Das heißt nämlich, dass sie lange genug in der Sonne gereift ist und dass sie sich beim Anheben schwer anfühlt und beim Klopfen relativ hohl sich anhört. Aber ja, vielleicht habt ihr ja noch mehr Tipps. Die lassen uns das auf jeden Fall in der Morgensonne schmecken. Ja, wie ihr gesehen habt, mögen wir es auch mal ganz gerne, so ganz simple Gerichte mit wenigen Zutaten zu essen. Also ich finde, man muss es gar nicht so super fancy sein, macht trotzdem satt und liefert genug Nährstoffe und ist auf jeden Fall lecker, also die Hauptsache. Ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, was ihr euch so für die nächste Zeit, also für die nächsten Food Fridays so wünscht, nachdem wir jetzt ja aus dem Urlaub wieder da sind. Also ob ihr jetzt einfach so hier auch so Alltags-Food-Diaries sehen möchtet oder bestimmte Rezepte, vielleicht grillen für den Sommer. Das hatten sich auf jeden Fall schon einige gewünscht. Das kann ich auf jeden Fall sehr, sehr gerne möglich machen. Ja, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Den Link zur Your Superfoods Website und auch den Rabattcode findet ihr, wie gesagt, nochmal in der Infobox. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder. Bye!